Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sa aus Dessau mal wieder für euch und ich möchte euch weiterhin mit vielen nerdigen Sachen faszinieren. Deswegen fange ich jetzt an, oder möchte ich anfangen, mit euch zu diskutieren. In den Kommentaren oder woanders, ihr könnt mir auch gerne auf meinen Social-Media-Plattformen schreiben, welche Serien ihr nicht aufhören könnt zu schauen. In den Zeiten von Netflix, Amazon Prime und anderen Streaming-Diensten ist es gang und gäbe, eine Serie wieder auf Start drücken zu können und sie in Englisch oder anderen verschiedenen Sprachen zu gucken oder mit Untertiteln. Dieses Video ist aber nur die Netflix-Version. Es folgt natürlich noch ein Ranking mit den besten Serien, die jetzt auch nicht auf Netflix laufen. Ihr seht ja hier unten eingeblendet, es sind 4 Serien, eigentlich wären es auch 5. Und zufällig hat der Grund dafür auch mit der Zahl 5 zu tun, denn Netflix hackt Dr. Who erst ab der 5. Staffel. Und ich würde gerne, wenn ich auch immer wieder Start drücken würde, die erste Staffel von den neuen Doktoren sehen. Ihr bekommt jetzt von mir 4 Netflix-Serien, bei denen ich immer wieder auf Start drücke. Viel Spaß! Nummer 1. Supernatural. Supernatural ist eine US-amerikanische Mystery-Serie, die in Vancouver, Kanada gedreht wird. 2 Brüder, Sam und Dean Winchester, jagen das Übernatürliche. Mittlerweile auch mit Engeln, Dämonen, Himmel und Hölle. Die Serie greift auch auf regionale Mythen zurück. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Serie anzugucken. Und das Gute ist dabei, sie gehen wirklich auf regionale amerikanische Mythen ein. Die zweite Serie, Dr. House, die ich gerade aktuell wieder gucke. Dr. House ist eine US-amerikanische Serie über den Arzt Dr. Gregory House, ein Spezialist für Diagnostik und von Haus aus Nephrologe. Es wird stets nach der richtigen Diagnose eines meist lebensgefährlich erkrankten Patienten gesucht. Dr. House ist eigenwillig. Dies führt meist zu Auseinandersetzungen mit seinem Team, Patienten und seiner Chefin Kat. Die dritte Serie im Bunde, die ich auf Netflix immer wieder anschauen könnte, ist Gilmore Girls. Gilmore Girls ist eine US-amerikanische Serie aus dem Genre Drama und Comedy. Geschildert wird das Leben der alleinerziehenden Lorelei und ihrer Tochter Rory. Sie wohnen in einer Kleinstadt, Stars Hollow. Es geht um Generationsprobleme, Familie und Liebe und eine eingeschworene Kleinstadt mit vielen skurrilen Menschen und Festen. Das war schon die dritte Serie. Zum Beispiel kann ich euch erzählen, und man merkt wieder, dass ich ein totaler Nerd bin. Es gab eine Zeit, da habe ich parallel Gilmore Girls und Supernatural geschaut. Also immer mal das, was ich Lust hatte. Und es ist witzig, wenn du bei Gilmore Girls einschläfst, so ab der 3., 4. Staffel, und Jess und Dean sich unterhalten, denn Dean hat seine Supernatural-Synchronstimme von Sam und Jess hat die Synchronstimme von Dean. Und du wachst auf und sie unterhalten sich und du denkst dir, du hast doch gar nicht Supernatural angemacht. Warum unterhalten die sich über Rory? Diese weird Situation hatte ich wirklich schon live erlebt. Aber es lohnt sich, diese Serie immer wieder zu schauen. Die vierte Serie und damit auch die letzte in diesem Bunde ist The Big Bang Theory. Was soll ich dazu sagen? Wer kennt sie nicht? The Big Bang Theory ist eine US-amerikanische Comedy-Serie, produziert von Chuck Lorre und Bill Prady. Es geht um die hochintelligenten Physiker Leonard Hofstadter und Sheldon Cooper, deren WG gegenüber der Wohnung der hübschen Kellnerin Penny liegt. Es wird die geekhafte Art der beiden Wissenschaftler und ihrer Freunde Astrophysiker Raj Kutrapali und Ingenieur Howard Wolowitz kontrastiert. Seit der 4. Staffel gehören Amy Farrah Fowler und Bernadette Rostenkowski zum Hauptcast dazu. The Big Bang Theory hat mein Leben geändert und das ist auch die Serie, die hier wirklich bei uns zu Hause auf Dauerschleife läuft. Man kann sagen, wir können Geräusche vorherahnen, die kommen. Wir können mitsprechen und haben die Staffeln auch mehrmals schon auf Englisch durchgeschaut. Und da kommen einige Witze echt besser als im Deutschen. Ein paar Synchrofehler von The Big Bang Theory gibt es auch auf YouTube zu erstaunen. Einen davon, den ich sehr witzig finde, findet ihr bei Jay und Aria bei Legendaria Films.
Ich verlinke euch das Video in der Infocard und da könnt ihr mal reinschauen und allgemein auf ihren Kanal vorbeischauen, denn die machen richtig coole Videos, was Filme und Serien angeht. Was ihr nicht in diesem Video gesehen habt, ich habe hier einmal komplett meine Popfiguren umgeschmissen und das kommt nicht in die Outtakes, aber vielleicht seht ihr es irgendwann mal in einem Jahresrückblick von mir. Ich freue mich auf das nächste Video, in dem ich mit euch diskutieren kann. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, abonniert mich doch ganz schnell. Und wenn ihr dann noch mehr von mir sehen wollt und jedes Mal aktualisiert werden wollt, wenn ein Video von mir rauskommt, meistens Sonntag, dann aktiviert die Glocke und spammt mich zu mit euren Gedanken, welche Serie habt ihr schon mal durchgeschaut? Oder welche Serie könnt ihr immer wieder anschauen, ohne dass es langweilig wird? Alles klar, dann tschüssi!